Wir sind gegen Gase im Glase. Hallo zusammen, willkommen zu einer weiteren Folge Spaß mit Glas. Ja, entgegen dem Opener, heute soll es nicht um Bier gehen, zum Beispiel Kohlensäure oder sowas, es sei denn, ihr mögt Kölsch, sondern es soll heute um Blasen im Glas gehen. Und Blasen sind eigentlich so ein Qualitätsproblem. Stellt euch mal vor, ihr habt ein teures Auto gekauft und habt jetzt an der Frontscheibe da irgendwo so ein Gasbläschen drin. Das sieht optisch natürlich nicht schön aus und kann auch stören. Und deswegen muss man generell bei der Glaserstellung darauf achten, dass solche Blasen gar nicht im Glas entstehen. Und das ist erstmal gar nicht so einfach, denn wenn man einfach nur die Rohstoffe, die man für die Glasherstellung benötigt, zusammenkippen würde, hätte man auf so einer ganz kleinen Würfelfläche oder so einem Würfelvolumen tausende kleine Bläschen, die eine Durchsicht fast unmöglich machen würden. Und die muss man während der Glasherstellung loswerden. Und dafür gibt es aber einen sehr schönen Trick, der hat ein bisschen mit Physik und Chemie mal wieder zu tun. Man gibt nämlich zwei weitere Komponenten dazu, einmal Natriumsulfat und einmal Kohle. Und diese beiden Materialien, die reagieren zu Schwefeldioxid. Und Schwefeldioxid ist jetzt ein Gas mit einem sehr hohen Gasdruck. Und da ist es dann so ähnlich wie bei einer Mineralwasserflasche. Da seht ihr auch immer, dass im Mineralwasser diese Bubbeln aus CO2 nach oben wandern. Ähnlich ist es dann halt im Glas, dass dann dieser Gasdruck, dieses SO2 dafür sorgt, dass diese Blasen nach oben steigen. Und diese SO2-Blasen, die nehmen dann diese ganzen anderen Gasblasen, die noch vorhanden sind, mit, blähen sich dabei auf und gehen dabei noch schneller nach oben, bis die an der Oberfläche landen und da sozusagen dann ins Freie gelangen und damit hinterher nicht mehr in der Glasschmelze sind. Und damit kann man es dann im weiteren Prozess bewerkstelligen, dass man gar keine Bläschen mehr im Glas hat. Kein Problem mehr für uns, kein Problem mehr für die Durchsicht und die Qualitätsinspekteure sind auch zufrieden. Ja, wenn ihr weitere Fragen dazu habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich aufs nächste Mal.